Hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen zu einer weiteren Folge von Off-World Trading Company. Wer mein letztes gesehen hat oder nicht gesehen hat, Off-World Trading Company ist ein Echtzeitstrategiespiel, wo man nicht mit Armeen kämpft, sondern ein Finanzimperium hat oder eine Firma, die gegen andere Firmen auf dem Mars antreten muss. Und diesmal fangen wir mit der Kampagne an. Machen wir mal ein bisschen einfacher. Und hier gibt es vier verschiedene Arten von Geschäftsführer. Jeder hat halt seine eigenen Spezialitäten. So zum Beispiel der Robotermensch. Der braucht halt keine Wasser, Essen und Benzin, sondern nur halt Elektronik. Also Elektronik und Strom. Oder der Wissenschaftler, der kann zum Beispiel seine Labore auch direkt auf den Ressourcen bauen. Also zum Beispiel, wenn man Wasser braucht, kann man es direkt auf dem Wasser bauen und dann hat man das direkt. Aber heute spielen wir mal mit Eleanor Preston, dieser Frau. Und jetzt müssen wir uns halt aussuchen, mit was wir in die erste Mission reingehen. Also wir haben hier oben verschiedene Ingenieure, die uns halt dann was ermöglichen, verschiedene Dinge zu bauen. Also zum Beispiel können wir jetzt Eiskondensator bauen, Wasserpumpeningenieur, Metallingenieur und so weiter. Und wir können uns dann halt noch ein paar So, wir nehmen einmal den Wasserpumpen, Eis brauchen wir nicht. Dann nehmen wir noch Metall und holen wir mal zwei. Und dann wählen wir die erste Mission. Machen wir am besten gleich hier und starten die Mission. Entschuldigung. So, dann suchen wir uns halt mal aus, wo wir anfangen. High levels of silicon found. Low levels of aluminum found. Wo bauen wir am besten high levels of aluminum found. Medium levels of iron found. High levels of iron found. Preliminary scans agree this is a great primary location for our new investment. Revolving colony found it. So, geht's gleich mal los. Und Wasser. Medium levels of carbon found. High levels of carbon found. Egal. A geothermal vent. That will be useful. High levels of water found. So, dann eine hier. Und ein bisschen Strom. Das sollte eigentlich reichen. So, unser Ziel ist es jetzt, diese Firma aufzukaufen. Und das machen wir, indem wir hier halt Aktienanteile von dieser Firma kaufen. Zurzeit ist ein so ein Paket 5,68 und wir müssen halt dann 5.680 kaufen. So. So. Ja. Wunderbar, jetzt haben wir halt Schulden gemacht, aber das ist gar nicht mal so schlimm. Denn wir brauchen trotzdem
Das Land kriegen wir entweder, indem wir Upgrades fahren oder halt jetzt Auktion gewinnen oder hier unten im Schwarzmarkt, der gleich online ist, Dinge kaufen oder halt so Claims kaufen können. The Black Market is online. So, den haben wir, dann das haben wir gerade. So. Schauen wir mal, ob die erste Mission funktioniert. Market is online. Da verkaufen wir hier einfach ein bisschen davon. Dann kaufen wir noch so ein und er fehlt uns wieder Geld. Aber wir können das hier bauen. Tilgen wir einfach mal ein bisschen unsere Schulden. Und ja, wie sieht's hier aus? Bidding will begin at 3,000. Das lassen wir dann mal. Sind es euch zu viele Schulden? Rebaltic Colony expanded. Ja. Schauen wir mal, ob wir das noch irgendwie retten können. The Black Market is online. So, da. Worker morale is at an all-time high, thanks to the infrastructure boost you approved. We'll be able to ship more industries off Earth in no time. So. Das dahin, dann bauen wir eine Stahlmine. Ein Stahlwerk. Und dann das bauen wir gerade. Das bauen wir auch gerade. Und als nächstes schauen wir einfach mal, dass wir die Schulden loskriegen. Dann noch einen weiteren davon. Und großartig, Sauerstoff wird billiger, teurer. Dann können wir besser verkaufen. Und wir sind schuldenfrei. Großartig. Dann. Bauen wir hier noch einen. Gut.
begin at? 5,000. 7,000. 8,000. 10,000. Egal. 12,000. Nee, das kann er kriegen. Das ist mir zu viel. So. Egal. Worker morale is at an all-time high, thanks to the infrastructure boost you approved. We'll be able to ship more industries off Earth in no time. Warte mal, kann ich... Ah, da brauche ich Ingenieur. Schade. So, kommen wir mal den ersten Punkt hier. So. Yay! Großartig. Bauen wir hier weitere. Weil die Dinger sind schweineteuer. So. Schulden auch verkauft. Hiervon, ein bisschen davon, dann das nächste von dem und ja, Silikon, ups, Silizium. Schauen wir mal. Da bauen wir noch eins. Und eine Glasfabrik. So. Was wollen wir? Claim. 5,000. 6,000. 8,000. 9,000. 10,000. Na, kann er behalten. Müsste da. Großartig. Glas braucht was? Sauerstoff, erforsch mal, Silikon, wunderbar, passt alles. Scheiß Stromzeugs. Na, gucken wir mal, ob wir nächstes Mal irgendwann mal Windturbinen kaufen. Die funktionieren jetzt dann auch in der Nacht. Na, großartig. So. Kaufen wir hier den nächsten. Was brauchen wir denn fürs Upgrade? Stahl und Glas. Stahl und Glas. Da kaufen wir hier. Und schon haben wir die erste Mission gewonnen. Nix, 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 nur. Genau. So, läuft. Machen wir gleich mal noch die nächste Mission. Ah, da.
Wie kriegen wir jetzt den? Also, was haben wir? Wir haben Wasserpumpe. Trockeneis, Eiskondensator, Stahl. Nee, nee. Das ist doch Mist. Ich brauche 80. Na gut, Wasser haben wir noch. Strom brauchen wir nicht so wirklich. Schauen wir mal, ob wir Eiskondensator reinkriegen. Was soll's? Okay, dann, wo wollen wir? Ich weiß nicht, was diese Farben bedeuten. Wahrscheinlich die Schwierigkeit. Iron Shipman, Piraten, Unlock Robotic, Chemicals. Warte mal. Nein. Isidia was. Perk. Na, versuchen wir die mal. Medium levels of silicon found. So, dann schauen wir uns medium levels of water found. Ob wir irgendwas Interessantes finden. Ja, das sieht nicht so aus. High levels of iron found. Ooh, a geothermal vent. That will be useful. Großartig. Robotic colony found it. Na, großartig. Preliminary scans agree this is a great primary location for our new investment. You can count on us. Ja, ja. So, was brauchen die? So. Levels of carbon found. High levels of carbon found. So, was gibt's denn hier? Hier gibt's nicht wirklich viel. Na gut, schauen wir mal, wie weit wir kommen. To the highest 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000. Scheibenkleister. Irgendwie geht das gut. Place space pirates on the map to do dirty work. Place them near river transports and they will hijack them and give you a share of the goods. Okay. Na dann. Pirates. I hate those filthy bandits. Kapern wir das einfach mal. Was auch immer. Funktioniert ja super.
Dafür haben wir 8000 hingeblättert. So. Bisschen Eisen. Na gut. Schauen wir mal, dass wir. Worker morale is at an all-time high, thanks to the infrastructure boost you approved. We'll be able to ship more industries off Earth in no time. So, Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Und das kostet mich Geld. Und da haben wir kein Geld. Was sind die Elektrolyse-Reaktor? Elektrolyse-Reaktor. Ich weiß zwar nicht, wofür der gut ist, aber den brauche ich. Ich mache auf Schulden. Ah, ich habe einen Claim. Was brauche ich? Geld. Aluminium. So. Dann hätten wir bis auf Glas alles. So, wie sieht's mein Aktienkurs? Der fällt und fällt. Essen wird billiger. So. Wird billiger. The pay debt. So. Wasser wird auch billiger. Ich brauche mehr davon. Ich brauche 18.000. Ach du grüne Neune. Baltic colony expanded. Na gut. Verkaufen wir hier ein bisschen von. Da ein bisschen von. So. Kaufen wir mal davon. Den ersten. Brauche ich. Geh weg. Meine. Lass mich in Ruhe.
Oh, wehe. Meins. So. Wunderbar. Gott, Stahl ist so teuer. Das verkaufen wir und das. Ein bisschen Essen. Brauchen wir auch nicht. Das auch. Aluminium ist billig. Gut, dann Nummer 2. Jetzt müssen wir warten, bis wir genügend Stahl haben. Oder wir kaufen hier den nächsten. Die Schulden beseitigen wir. Ausgezeichnet. So. Und so, die Piraten, die fliegen immer noch. Ich mach zu wenig Wasser. Wie viel? 165? 165. Aber der hat dann mehr. Machen wir es da. So, nur noch 11.000. With each new citizen, our domination grows. Und das kommt dahin. Dann bauen wir ein Silizium dahin. Und Glas warten wir noch. Freelance Pirates are auctioning their services to the highest bidder. 5,000. 7,000. 9,000. So. So. Pirates. Packen wir sie wieder hier hin. Those filthy bandits. The filthy bandits. Sauerstoff verkaufen wir einfach mal ein bisschen. Das produzieren wir auch genug. Dann die Glasfabrik. So. Fabrik, da. Dann bauen wir noch eine zweite hiervon. Gut. Die 3. Essen mich auf. So. Na, Schulden weg. Was brauchen wir hier jetzt? Aluminium, wunderbar. Ab
abwarten. Das kriegen wir auch noch. Silizium brauche ich. Silizium. Gibt es überhaupt noch ein freies? Da. Sieht schlecht aus. Carbon brauche ich eigentlich nicht. Oh, komm. Ja, wunderbar. Nimm du. With this new expansion, we have increased our potential production rates by a lot. The shareholders will love it. Will love it. Dann machen wir hier noch eins hin. Super Dupe. Da noch eins. So, es ist Nacht und mein Aktienkurs geht wieder in die Binsen. Robotic Colony expanded. Oh, ich hab so viel Eisen. Das kostet jetzt 60.000. Schauen wir mal. So, das hätten wir, das hätten wir. Und da fahren wir noch ein bisschen Wasser und schon haben wir die nächste Mission gewonnen. So, Stadt. Ah, das war schon ein bisschen enger als die davor. Okay, jetzt. Was haben wir hier? Ich bräuchte jetzt eigentlich, was ist das? Hydroponik. Warte mal, ich habe doch hier irgendwas gewonnen. Elektrolysereaktor. Das bringt noch nichts. Ich brauche das und das. Aber das nehmen wir mal das. Und das. Okay, dann beenden wir das wieder. Und dann spielen wir das nächste Mal weiter. Was? Unity plugged into Steam to play. Ja, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Wenn Fragen, Anregungen, Kommentare sind, dann gerne unter das Video posten. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Offworld Trading Company.